Manchmal muss man auch einfach ein bisschen nachhelfen. Der Osnabrücker Zoo ist Experte darin, Tiere miteinander zu verkuppeln, allein schon, um für den eigenen Nachwuchs zu sorgen. Und manchmal wird es dabei richtig exotisch. Im Zoo lebt schon seit mehreren Jahren ein sehr seltener weiblicher Regenwald-Nilwaran. Reinrassige Nachkommen wird es mit ihrem Partner allerdings nicht geben. Er ist ein gewöhnlicher Nilwaran ohne die typischen gepunkteten Querstreifen am Rücken. Nun wurde aber ein zweiter Regenwald-Nilwaran gefunden, im Klimahaus Bremerhaven. Wir haben mehr oder weniger durch Zufall festgestellt, dass wir beide eine seltene Unterart dieser Nilwarane, nämlich den Regenwald-Nilwaran aus Kamerun, besitzen. Wir ein Weibchen, die ein Männchen. Na, und da haben wir gesagt, die tun wir jetzt mal zusammen im Rahmen der Arterhaltung. Vielleicht kann das ja nochmal zu Nachwuchs und vielleicht sogar zu Ausbildung führen. Damit es überhaupt zu einer Paarung kommen kann, muss der bisherige Partner des Weibchens vorübergehend nach Bremerhaven ziehen. Männchen vertragen sich nämlich gar nicht miteinander. Die Echse einzufangen ist allerdings nicht einfach. Als würde er ahnen, was ihn erwartet, versteckt sich der Waran in seinem Terrarium. Als das Männchen sich endlich zeigt, haben die Pfleger alle Mühe, es zu bändigen. Freiwillig geht er nicht. Schließlich gelingt es dann aber doch noch, den Waran unbeschadet in einen Stoffsack zu befördern. Für das Tier war es nur eine kurze Aufregung. Der Regenwald-Nilwaran ist bereits aus Bremerhaven eingetroffen. Er darf nun ins Terrarium zu seiner neuen Partnerin. Da gibt es erst einmal ein Blitzlichtgewitter. An diesem Tag versteckt sich das Weibchen erst einmal vor dem fremden Gast. Es bleibt also spannend, wie das romantische Experiment ausgehen wird. Zwei Wochen später sprühen im Terrarium immer noch keine Funken. Die beiden können sich hier einfach zu gut aus dem Weg gehen. Bis jetzt ist es zu keiner weiteren großartigen Annäherung gekommen. Die Tiere sind zwar, vertragen sich eigentlich soweit ganz gut. Das Männchen ist wohl auch mal zum Weibchen hingeklettert und haben auch mal schon zusammen gelegen. Aber das war's dann auch alles. Also man ignoriert sich gekonnt. Daran ändert sich leider auch nichts. Statt der ursprünglich geplanten wenigen Wochen ist das Waranmännchen inzwischen schon seit einigen Monaten im Zoo. Der Nachwuchs lässt aber auf sich warten. Regenwald-Nilwarane lassen sich offenbar doch nicht verkuppeln.